Kein Trainer da draußen auf der Welt, egal wie lange er das schon macht, hat jemals ausgelernt. Und das gilt auch für mich. Dieses Mal geht es um ein Video von einem jungen Mann namens Athletic Aesthetics. Kritisiert er die Top 4 unnötigsten Übungen im Gym. Ich habe keine Belastung. Ich habe keine Belastung. Wo ist der Beweis dafür, dass eine ungleiche Belastung im Gegensatz zu einer gleichen Belastung auch zu mehr Muskelwachstum führt? Denn das wollen wir ja am Ende. Wir wollen, dass der Muskel wächst und gereizt wird. Jetzt scheint er das aber nicht ganz bedacht zu haben, dass es eigentlich genau das Gleiche ist. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mal mit einem leichten Reaktions-Gedankenaustausch-Video. Ich sehe immer wieder Videos auf YouTube, zu denen ich natürlich meine Gedanken habe. Und manch einen von euch mögen diese auch interessieren. Damit will ich also nicht irgendjemanden fertig machen, Name-Dropping machen, Beef anzetteln oder sonst etwas. Es geht einfach darum, meine Gedanken als Personal Trainer, als jemand, der sich seit vielen Jahren mit dieser Materie beschäftigt, meine Gedanken mitzuteilen, euch mitzuteilen. Das kann natürlich im konstruktiven Sinne auch Auftakt zu einer Diskussion geben. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es mir immer wieder gerne in die Kommentare, denn kein Trainer da draußen auf der Welt, egal wie lange er das schon macht, hat jemals ausgelernt. Und das gilt auch für mich. Andererseits könnte es natürlich dafür sorgen, dass ihr ein wenig mehr Einblick darin bekommt von jemandem, der sich damit viel beschäftigt hat und vielleicht auch andere Sachen korrigiert werden. Dieses Mal geht es um ein Video von einem jungen Mann namens Athletic Aesthetics. Mir sagt so der Kanal nichts, scheint aber ganz ambitioniert zu sein und sein Kanal ist auch recht erfolgreich, so wie ich das sehe. Ich habe ein Video von ihm gesehen, das mir irgendwann mal vorgeschlagen wurde und da kritisiert er die Top 4 unnötigsten Übungen im Gym. Als allererstes stellt er hier die fliegende Übung vor. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt davon. Und jetzt achtet mal auf die Belastungskurve. Man beginnt hier oben. Ich habe keine Belastung. Ich habe keine Belastung. Ich habe ein bisschen Belastung. Ja, ich habe mehr Belastung. Plötzlich habe ich extrem viel Belastung. Und jetzt habe ich wieder keine Belastung. Und zack, bin wieder im oberen Punkt. Nach unten wird die Belastung exponentiell stärker und mehr. Und das auch noch im schlechtesten Punkt für die Schulter. Das heißt, unten, wo der Brustmuskel am schwächsten ist, habt ihr plötzlich das meiste Gewicht, weil dort die Schwerkraft auf diesen langen Hebel natürlich plötzlich extrem reinhaut. Ja. Und was er jetzt im Folgenden sagt, ist, dass er diese Übung nicht empfiehlt. Vor allem, weil sie stark verletzungsanfällig ist und darüber hinaus auch noch sehr uneffektiv ist. Seine Hauptbegründung liegt in der ungleichen Verteilung der aufzubringenden Kraft. Aufgrund der Schwerkraft, und das haben wir bei vielen Übungen, ja, ist es bei Fliegenden ganz besonders so, dass hier unten, wenn wir die nahezu waagerecht haben, den Arm also waagerecht zum Boden, zur Schwerkraft, dass da eine enorme Belastung ist auf die Brust. Wenn wir die hingegen über uns tragen, dann haben wir fast schon eine Entlastung, wenn der Arm durchgestreckt ist. Da sind wirklich, die Brust ist nur noch auf Minimalspannung drin. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und da kann man sich jetzt berechtigt, gar nicht mal so dumm der Ansatz, fragen, ist das denn dann so sinnvoll? Er schließt sie deswegen aus und sagt, viel besser als das ist eine Butterfly-Übung oder sowas, weil dann die Belastung gleich verteilt ist. Zunächst einmal ein Grundgedanke. Klingt erstmal logisch, aber wo ist der Beweis dafür, dass eine ungleiche Belastung im Gegensatz zu einer gleichen Belastung auch zu mehr Muskelwachstum führt? Denn das wollen wir ja am Ende. Wir wollen, dass der Muskel wächst und gereizt wird. Das ist gar nicht gegeben. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass teilweise eine stoßweise Belastung, also so etwas, wo man auch wirklich explosionsartig in einem gewissen Punkt das Gewicht von sich wegbewegt oder kontrahiert die Muskeln, dass das auch einen Wachstumsreiz auslösen kann. Aber diese schwungvolle Belastung ist meistens so, dass ganz am Anfang wird ein starker Impuls gesetzt und dann im folgenden Bewegung arbeitet man mit diesem Schwung. Trotzdem wachsen die Muskeln, ist aber auch eine sehr ungleiche Verteilung. Das grundsätzlich einmal, wir wissen also nicht, vielleicht heißt es sogar hinterher, dass wenn eine ungleiche Verteilung stattfindet, wesentlich eher Muskelwachstum stimuliert wird. Wissen wir nicht. Dieser Zusammenhang wird hier gar nicht gefragt. Also wieso auf die Gleichmäßigkeit pochen? Das ist etwas, wo wir immer wieder merken, wir müssen es hinterfragen. Es klingt am Anfang so logisch, aber ist es nicht unbedingt. Hier eine kleine Anekdote zu meiner persönlichen Erfahrung. Fliegende waren für mich wahrscheinlich die ausschlaggebendste Übung für Muskelkater. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Erstmal lassen wir das dahingestellt.
die ausschlaggebendste Brustübung für Muskelkater. Habe ich die nicht dabei gehabt, ich hätte 20 Sätze Bankdrücken und alles andere machen können, vor allem Fliegende und dergleichen. Erst recht am Kabel. Am Kabel kann ich den ganzen Tag irgendetwas machen, es passiert wenig. Und ja, ich treffe die Brust. Ich habe auch einen Pump, es funktioniert. Aber erst bei Fliegenden passiert es, dass ich einen starken Muskelkater bekomme. So, jetzt kommt der Einwand, ja, Muskelkater heißt auch nicht, dass wir ihn zum Wachstum bringen. Aber eines sagt mir Muskelkater, es ist ein Indikator dafür, dass der Muskel stark, übermäßig stark beansprucht wurde. Und das passiert mir nur bei Fliegenden. Ob daraus jetzt mehr Wachstum entsteht oder weniger, keine Ahnung. Ich weiß nur, sehr viele Bodybuilder machen es und sehr viele schwören darauf. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Er sagt dann, im Gegensatz zu der Bankdrückbewegung ist diese Übung schlecht. Jetzt scheint er das aber nicht ganz bedacht zu haben, dass es eigentlich genau das Gleiche ist. Bei der Brust und bei der Kontraktion der Brust geht es darum, wie der Oberarm im Verhältnis eben zum Torso, zum Brust steht. Das heißt, egal ob der Unterarm hier angewinkelt ist, so unter Spannung ist oder hochgestellt ist, es ist so ziemlich das Gleiche. Hier entsteht natürlich eine größere Spannung, ja, aber auch bei Bankdrücken ist es so, dass wir hier unten, da braucht ihr oft Hilfe, um da überhaupt rauszukommen, haben wir den schweren Teil und oben haben wir den entspannten Teil. Oben warten sogar viele, machen Pause, durchatmen. Da könnt ihr die Hantel halten, aber hier unten kommt ihr teilweise gar nicht mehr raus. Dann hilft jemand und dann geht es wieder weiter. Ist genau das Gleiche. Da müsst ihr alle Übungen für die Brust, alle Freihantelübungen für die Brust, müsst ihr verpönen. Tut er aber nicht. Das macht er nur bei Fliegenden. Das sind vor allem die großen Probleme, die ich da sehe, wenn er das als unnötige Übung sieht. Und wie gesagt, das Praxisbeispiel, das ich habe, für mich wahrscheinlich die beste und wichtigste Übung, die sich bei mir rauskristallisiert hat. Probiert es einfach mal aus und testet einfach mal, wie das bei euch ist. Bringt es euch mehr, wenn ihr das gleichmäßige, tolle Muskelgefühl habt? Oder bringt es euch tatsächlich mehr, wenn ihr hier über diesen Punkt hinkommen müsst? Natürlich muss man alles gucken, dass man es verletzungsfrei macht. Überladet euch das Gewicht nicht, sodass ihr oben schon nicht zurechtkommt und hier unten bricht euch der Arm weg. Bringt alles nichts. Aber das wäre eher ein Appell an die Vernunft und an die Gewichte und nicht an die Übung selbst. Das mal als kleiner Einblick. Wenn euch so etwas gefällt, immer wieder diese Einblicke zu bekommen, diese kleinen Reaktionen oder so etwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr aber selbst auch ein Video habt, was ihr mal gesehen habt und denkt, oh, dazu wüsste ich gerne mal Gottis Meinung. Egal warum, um mich fertig zu machen oder um einfach mal zu hören, was ich dazu zu sagen habe, dann schreibt mir, welches Video das ist und vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Das war's dann auch von mir. Bleibt gerne dran und abonniert den Kanal. Ich verabschiede mich, euer Gotti, bis bald.